In diesem Sinne ein ganz herzliches Willkommen hier bei einer neuen Podcast-Folge, bei dem Podcast, der sich mit Leadership Management und Sicherheit auch mal kritisch, aktiv und mit einem Perspektivenwechsel auseinandersetzt. Heute sind wir zu Gast in einer Location, die im Raum St. Gallen ist, in der Stadt St. Gallen, und ich begrüße heute einen Interviewgast, den Daniel Enz, den Verkaufstrainer, den man sich merken muss, der immer rote Schuhe anhat, mehr will ich gar nicht sagen, denn er kann sich am besten selbst ganz gut vorstellen. Daniel, sag uns doch mal kurz, einfach so direkt reingestartet, wenn du dich an einem Event oder bei deiner Schwiegermutter, bei der zukünftigen Schwiegermutter in Spe oder Schwiegervater vorstellen müsstest, was würdest du sagen? Wie sieht deine Schokoladenseite aus? Wer bist du, was tust du, woher kommst du? Ja, also vielen Dank, Toni, dass ich hier sein darf. Was würde ich meiner Schwiegermutter sagen? Ich habe ja eine Schwiegermutter und ich versuche mich daran zu erinnern, was ich ihr gesagt habe. Ja, ich bin Verkaufstrainer, ich helfe Unternehmen, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer, die da arbeiten, besser und einfacher verkaufen können. Ich entwickle die Persönlichkeit und die Techniken der Verkäufer. Ich habe 39 Paar Turnschuhe, das hast du bereits erwähnt. Ich bin ein Turnschuhliebhaber, nicht alle davon sind rot. Und ja, ich habe 3 wunderbare Mädchen, habe eine Familie, liebe große Dinge, ich mag große Dinge. Ich bin der Typ, der kann vor einem Fernseher im Elektronikfachmarkt stehen und vor dem größten Fernseher stehen und ich denke, wow, das ist geil, das muss ich haben. Ja. Ich möchte unbedingt mit dem Airbus 380er fliegen, so weit wie möglich. Ich habe den 27 Zoll iMac im Büro. Ich würde mal sagen, wenn es den 30 Zoll gäbe, würde ich den kaufen. Ist wahrscheinlich irgendein Komplex vielleicht, den ich habe. Aber ich liebe wirklich große Dinge. Ja. Vielleicht denke ich auch groß, wenn ich in einen Raum reinkomme, dann erkenne ich die großen Dinge ganz schnell, aber kleine Dinge, kleine Veränderungen, die gehen bei mir irgendwie unter. Ja. Okay, also du bist ein Mensch, der groß denkt, der groß Überlegungen anstellt, der groß auftritt? Ja, könnte man vielleicht sagen, ja. Okay, also das heißt, du bist ja Verkaufstrainer und das heutige Thema geht ja auch jetzt in diesem Podcast, der sich ja grundsätzlich mit dem Thema Leadership Management und Sicherheit auseinandersetzt, auch ums Thema Verkaufen. Denn Führungskräftemanager oder Unternehmer, die müssen sich ja auch selbst verkaufen. Jetzt wird man ja nicht einfach als Verkäufer geboren oder anders gefragt, wie bist denn du in diese Branche hineingekommen? Was für einen Schulabschluss hattest du oder wie bist du ins Berufsleben gestartet? Ja, ich war einer derjenigen, der nicht wusste, was er machen soll. Und die meisten haben dann die kaufmännische Grundausbildung gemacht. Man hat immer gesagt, ja, kaufmännische Grundausbildung, das ist eine solide Basis, darauf kannst du aufbauen, da steht dir die Welt offen. Ich war einer derjenigen, ich wusste nicht, was tun, kaufmännische Ausbildung gemacht. Das war für mich keine einfache Zeit. Ich habe mich da mehr ein bisschen durchgekämpft, durchgeboxt. Danach bin ich direkt nach Amerika gegangen. Ich war längere Zeit in den USA, habe im College ein bisschen studiert, habe Schule gemacht, bin dann zurückgekommen. Dann habe ich bei Swissair. Das muss ich schnell einhaken. Ja? Wie lange warst du in Amerika? Was waren es? Etwa 15 Monate, wow. Plus minus. Ja. Hab da Großdenken. Ne? Ja, ich habe da im College studiert, habe nebenbei gearbeitet als Kindergartenlehrer. Das war für mich so eine Erfahrung, mit Menschen zusammenzuarbeiten. War am Anfang ziemlich hart, aber nachher haben sie mich vermisst, die Kleinen. Ja, ich bin da zurückgekommen und habe bei Swissair gearbeitet, auch nur dazu mal noch Swissair. Inbound, First Class Reservations, das habe ich gemacht. Okay. Swissair Enz, habe da Reisen gebucht, verkauft und dann kam das Grounding, das war, wo alle Swissair Flieger am Boden waren. Das hast du miterlebt? Ich habe das miterlebt, als Angestellter? Als Angestellter, ja. Und ich war einer derjenigen oder der vielen, der gehen musste vom Unternehmen. Ich habe eben gedacht, große Firma, sicherer Arbeitsplatz. Ich habe mich dann beworben im Devisenhandel. Ich war Devisenverkäufer in einem amerikanischen Unternehmen in Zürich und da habe ich gelernt, mit Druck umzugehen. Also nicht Inbound-Telefon, sondern das erste Mal Outbound. Ich musste meine Kunden proaktiv anrufen. Das war für mich eine Neuerfahrung. Da habe ich gelernt, mit Druck umzugehen, vor allem am Telefon. Ja. Okay. Da habe ich gemerkt, was es bedeutet, technisch gut zu sein, vor allem am Telefon, Fragetechniken, Einwandbehandlungstechniken.
Irgendwann habe ich gemerkt, die Wiesen interessieren mich nicht wirklich. Ich war wahrscheinlich einer der Einzigen im Team, der nicht privat auch noch ein bisschen die Wiesen gekauft hat. Mir war es egal, ob der Dollar steigt oder der Euro sinkt. Ich war froh, konnte ich um 6 nach Hause gehen. Dann habe ich mich beworben beim Radio. Ich war beim Radio Top dann in Winterthur. Da war ich Mediaberater. Später durfte ich noch eine kleine Führungsrolle übernehmen da. Teamleader im Verkauf. Aber du warst selber nicht im Radio im Sender zu hören, oder schon? Nee, ich war nicht im Sender zu hören. Nee. Also ich habe ja Radiowerbung verkauft. Und einmal habe ich vergessen, den Sprecher einzuladen. Bei uns im Studio, wir hatten ein kleines Mischstudio und da musste ich selbst in die Kabine sitzen und den Werbespruch sprechen. Aber sonst war ich nicht im Radio. Okay. Und später war ich dann bei Publisuisse, das ist die Vermarkterin vom Schweizer Fernsehen. Da war ich bei der Tochtergesellschaft Mediasense angestellt. Und da habe ich dann alle Privatradios Schweiz vermarktet, verkauft, klassische Radiowerbung. Und auch Cross-Media-Projekte, SF1, also Schweizer Fernsehen. Und auch da wurden wir gekündigt. Die Abteilung, die Firma wurde eingestampft aus medienpolitischen Gründen in der Schweiz. Und da habe ich mich dann vor 9 Jahren entschieden, in den Ferien, ich mache mich selbstständig. Das war in den Ferien, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und da habe ich meine Frau gefragt, Schatz, was kann ich? Und sie hat mir gesagt, du warst immer ein guter Verkäufer und das konnte ich auch belegen von den Zahlen her. Dann habe ich mich selbst gefragt, was mache ich gerne? Ja? Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich in einer Firma gearbeitet habe, wo ich als Teilnehmer an einem Training teilnehmen durfte. Ich hatte teils auch jahrelang später noch Kontakt mit Trainern, die haben mich inspiriert. Und die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, war, und das ist für mich die entscheidende Frage des Lebens schlechthin, was will ich? Okay. Und das ist eine Frage, die viele Menschen, glaube ich, nicht beantworten können. Die meisten können dir sagen, was sie nicht wollen. Ja. Und ich habe immer irgendwie gespürt, ich will selbst mein eigenes Ding machen. Und seitdem bin ich selbstständig als Trainer. Ich bin in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich unterwegs. Das ist etwa 85% meiner Tätigkeit und 15% sind Vorträge. Vorträge bedeutet große Bühne, viele Leute im Saal, 60 Minuten schauen, dass die Leute nicht einschlafen. Das ist mein zweites Standbein. Okay. Das ist ja sehr interessant. Ne? Das heißt, du kommst jetzt wirklich ab dem Moment, als du im Ausland warst und groß denken gelernt hast, wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso du große Dinge liebst, wie dein großes Auto, das du nicht erwähnt hast. Ja, richtig. Aber doch jetzt diesen Moment des offenen Geistes, das was kann ich tun, wohin kann ich, was möchte ich werden. Der Verkauf aber zuerst ja doch wirklich so in das Thema nur über die Stimme. Ja? In den ersten paar Momenten, also das heißt am Telefon, inbound, outbound und dann später dann rauszugehen und sichtbar zu sein, war ja dann, glaube ich, einer der großen Wendepunkte, wie ich jetzt das rausgehört habe aus deinem beruflichen Werdegang und dann natürlich den Cut vom Angestellten zum Selbstständigen und dann noch mehr Präsenz zeigen, noch mehr rauszugehen und zu sagen, hey Jungs und meine Damen und Herren, hier bin ich, Dani Lenz, ich zeige euch, wie verkaufen geht. Das in Trainings. Das heißt, du machst Workshops, Seminare und so weiter für Unternehmen, die mehr verkaufen wollen. Das ist richtig, ja. Also bei mir kommt eine Mail rein oder klingelt das Telefon mittlerweile. Am Anfang war es nicht so, da musste ich mehr anrufen. Okay. Und die klassische Frage, wir müssen mehr verkaufen. Wir müssen ein Abschlusstraining machen zum Beispiel. Und da schaue ich dann... Da habe ich einen Erstkontakttermin und da schaue ich, wo drückt wirklich der Schuh. Manchmal ist es nicht da, wo sie denken, dass der Schuh drückt. Kleines Beispiel, ich war letztens bei einer Versicherung, da wurde ich angefragt für die Außendienstverkäufer. Ja. Und im Gespräch habe ich aber gemerkt, das Problem ist nicht der Außendienst, sondern der Innendienst, ja, weil der Außendienst seiner Tätigkeit nicht nachgehen kann und zu viel mit Admin-Arbeiten beschäftigt ist. Und da haben wir eine Schulung gemacht für den Innendienst und später für den Außendienst. Also wir machen... Also du hast zuerst den Innendienst verkauft und dann nochmals den Außendienst. Ja, geschickt gemacht. Ne? Ja, das könnte man sagen, geschickt gemacht. Es war jedoch notwendig, ja, okay. Weil wenn dann die Rahmenbedingungen, die Leitplanken nicht stimmen, da können wir noch so
lange schulen, wie wir möchten. Wir werden nicht den gewünschten Erfolg haben. Das heißt, wir analysieren im Unternehmen wirklich, wo drückt der Schuh, und wir machen maßgeschneiderte Projekte. Das ist das, was wir machen. Ja. Das ist sehr interessant, was du sagst. Das heißt, in dem Augenblick, neben deiner Trainertätigkeit, bist du ja als Speaker, als Vortragsredner unterwegs, was du ja jetzt auch gesagt hast. Aber kann man jetzt davon ausgehen, dass Firmen eigentlich erst dann zu dir kommen, wenn sie merken, irgendwie knorzt das Ganze, es kommt nicht richtig ins Laufen, die Zahlen sinken oder sind nicht da, wo ich hin möchte. Also man kommt eher zu Verkaufstrainern, wenn es schon schwierig wird oder ist, und nicht, wenn es gut läuft. Das ist so, ja, leider so. Okay. Es gibt so drei Arten von Kunden, sage ich. Die einen, die kommen, wenn der Schuh noch nicht so fest drückt, das ist die beste Variante, das wäre dann präventiv. Okay. Das sind in der Regel jedoch Firmen, die ein bisschen größer sind, die ein Ausbildungs-, Weiterbildungsbudget haben, das sie irgendwie einsetzen müssen oder möchten oder raushauen müssen, ja, gibt es auch. Da gibt es die, die kommen, wenn der Schuh richtig drückt, das ist dann fast schon ein bisschen zu spät, und es gibt die, die kommen gar nicht. Und die fragen sich, warum geht es uns so schlecht, und es ist natürlich auch nicht immer nur der Verkauf. Es sind ganz viele Dinge, die dazu führen können, dass ein Unternehmen nicht funktioniert, und ich habe damals so 6 Schritte mal in einem Blog aufgeschrieben, was braucht es, damit Unternehmen wirklich erfolgreich bestehen können. Das schauen wir nachher an. Und die letzten 2 Punkte, das sind dann die des Verkaufs. Ja. Das ist unbedingt, was wir nachher noch anschauen wollen in diesem Podcast. Ja. Du hast jetzt erwähnt, du bist selbstständig, seit wie vielen Jahren? Jetzt im 9. Jahr. Ja. Im 9. Jahr, also das große Firmenjubiläum von Daniel Enz steht nächstes Jahr bevor. Ja, ja, richtig, ja, da gibt es eine große Party. Ne? St. Galler Bratwurst, aber okay. Mit oder ohne Senf, einmal dahingestellt. Ich bin Verfechter für ohne Senf. Ja. Also ich komme gerne vorbei und nehme mir eine Bratwurst, natürlich, aber ohne Senf. Das ist ein kleiner Gag für die, nicht aus der Schweiz kommen, dass man bei uns die Lokalität, das feine Essen, eine typische Olmer Bratwurst natürlich nie mit Senf isst. Lassen wir das Thema, das ist ein anderes kulturelles Thema. Wir wollen jetzt noch mal tiefer reingehen in deine Geschichte. Mhm. Und zwar hast du ja gesagt, Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Und irgendwie wird man dazu gezwungen oder man überlegt sich das. Du hast das im Urlaub gemacht, hast du gesagt, nachdem dass du da das zweite Mal den Job verloren hast, aufgrund von organisatorischen Veränderungen, die sich da im Schweizer Medienbereich stattgefunden haben. Jetzt, was macht es denn aus oder was hat es ausgemacht, Daniel, dass du heute erfolgreich bist? Also was sind deine Eigenschaften, wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, hey, ich interessiere mich für den Verkauf, der kommt zu dir und sagt, hey, was muss ich denn da mitbringen? Was sind deine Stärken, die dich heute hierhin gebracht haben? Ja, ich denke, es ist sicher hilfreich, dass ich immer im Verkauf gearbeitet habe. Ja. Ich kenne Trainer, die sind aus dem Verkauf, die haben nicht wirklich im Verkauf gearbeitet. Die nennen sich aber Verkaufstrainer, haben aber keine Basis. Ja, da fehlt die Basis. Und ich glaube, mir sagen viele Leute in den Trainings, Daniel, ich war schon in so vielen Trainings und ich war heute bei dir und das war das erste Mal, wo ich das Gefühl gehabt habe, du bist einer von uns. Ja. Und mir sagen viele Leute nach den Trainings, wir waren auf Augenhöhe, ich kann auch gut Fehler zugeben. Was ich aber auch kann, ist sagen, komm, wir finden es gemeinsam raus. Ich weiß es nicht, aber lass es uns gemeinsam rausfinden. Ja? Und dadurch, dass ich 4 Branchen gemacht habe, immer an der Front als Verkäufer, kann ich heute aus ganz vielen Beispielen, ja, die ich selbst erlebt habe als Verkäufer, wo ich auch mitfühlen kann, dass gewisse Dinge nicht einfach sind. Ja? Wenn man Zahlen, Umsatzdruck hat, Kontaktperiodizität, das ist ein Zungenbrecher, Quantität etc. Ja, ich kenne die Geschichte der Verkäufer und ich glaube, das macht es für mich einfach. Ja? Und das Zweite ist wahrscheinlich, und das sagen mir Leute auch, vor allem wenn ich auf der Bühne stehe, ist meine Art, wie ich mit den Leuten umgehe. Mir sagen viele Leute, es ist nicht nur die Fachkompetenz, die entscheidend ist, sondern die Sozialkompetenz. Und ich glaube, daran scheitert es oder scheitern viele Selbstständige. Sie sind zwar fachlich gut, aber sie sind sozial, der Umgang mit Menschen, da
ja, da hinken sie hinten nach. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, ich sage immer, die wichtigste Eigenschaft als Verkäufer, das sind die 4M. Ja. Man muss Menschen mögen. Und ich bin ein großer Fan von Menschen. Ich rede, ich quatsche mit Wildfremden auf der Straße. Und ich bin einfach neugierig. Und ich glaube, das ist das, was durchaus hilft in diesem Job. Ja. Cool. Das heißt, wenn wir das jetzt kurz aus meiner Perspektive nochmal zurückholen, heißt das auf der einen Seite, du bist jemand, der auf Augenhöhe, der nicht von oben herab diskutiert und sagt, ich bin jetzt der Oberverkaufstrainer, sondern ich weiß, wovon ich rede, ich komme aus der Praxis, ich habe das erlebt, ich habe das mitgemacht, ich kenne die Probleme und nicht nur aus den theoretischen oder Lehrbüchern oder anderen Themen, sondern wirklich eins zu eins an der Front. Richtig, ja. Und das andere einfach auch offen zu sein für Menschen, darauf zugehen zu können, extrovertiert zu sein. Gibt es introvertierte Verkäufer? Gibt es durchaus, ja. Sind die erfolgreich? Durchaus, ja. Es gibt introvertierte Verkäufer, die sind richtig gut, ja. Man hatte früher immer das Gefühl, man muss extrovertiert sein, um erfolgreich zu sein im Verkauf. Nee, muss man nicht. Das ist dann ein Teil der Trainings, da arbeite ich mit dem Insights, MDI von Scheelen, mit der Persönlichkeitsanalyse, wo wir schauen, okay, was sind die Stärken und Schwächenprofile der einzelnen Menschen. Das Thema Selbstreflexion ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, vor allem in Trainings. Ich sage nicht nur in Trainings, sondern für Menschen überhaupt. Viele Menschen reflektieren sich selbst viel zu wenig. Mhm. Sie sind feedbackresistent. Sie nehmen nicht an, und ich glaube, da erkennen auch introvertierte Verkäufer, dass sie durchaus eine Chance haben, wenn man sie gezielt da einsetzt, wo ihre Stärken sind. Ja? Nicht auf Schwächen aufbauen, sondern auf Stärken aufbauen. Ja? Das heißt, man könnte hier auch sagen, das ist meine Erfahrung, dass Verkäufer ja grundsätzlich immer die bessere Akzeptanz haben, wenn sie aus der Branche kommen, die sie auch beraten. Ne? Mhm. Also ich denke mal, man muss vielleicht bei einem Mediziner im medizinischen Bereich anders ein Verkaufsgespräch führen als vielleicht irgendwo im Detail oder Einzelhandel, oder man muss es wieder anders machen im Bereich des Versicherungswesens oder wenn es um andere Dinge geht. Also wenn man immer schaut, was bringt die Branche mit, welche Eigenschaften sind hier gefragt, welche Charaktereigenschaften, Persönlichkeiten, und die dann auch nutzen, ne? Und nicht einfach nur, wie du sagst, das Extrovertierte rausschälen. Das ist richtig, ja, das sind die zwei Faktoren. Das eine ist die Branche. Da gibt es Unterschiede in den Entscheidungswegen, zum Beispiel, ist es ein Konsumerprodukt, das ist ein kurzer Entscheidungsweg, ist es ein Investitionsgut, lange Entscheidungswege, viele Entscheider mit im Boot, jedoch am Ende des Tages verkaufen ist verkaufen, gute Verkäufer wissen das, und ich glaube, viel entscheidender wie die Branche ist die Person, die dir gegenüber sitzt. Ja? Kann ich die relativ schnell, gut, richtig einschätzen? Und wie gehe ich um? Ja? Und da machen viele Verkäufer den Fehler, sie ziehen immer nur ihr Ding durch und sie passen sich nicht auf ihr Gegenüber an. Ja? Okay, okay. Und das ist dann der Schlüssel zum Erfolg, meiner Meinung nach. Ja. Okay, super. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht hier ein paar Hintergrundgeräusche hören, wie gesagt, in diesem Podcast sind wir in einer Lokalität. Das heißt, wir sind hier nicht in einem Studio, sondern hier lebt es auch, hier bewegt sich auch was, und so soll es ja auch sein im Podcast und auch im YouTube-Channel, dass wir sagen können, das Leben findet draußen statt und nicht nur hinter verschlossenen Türen. Super, Daniel, du hast jetzt sehr gute, sehr interessante Punkte reingebracht, was das Thema Unternehmertum, Verkäufer angeht, und jetzt haben wir ja auch die Situation, dass ja Führungskräfte, Manager sicher von Verkäufern lernen können. Was für Erfahrungen hast du da gemacht, jetzt raus aus der Verkaufsbranche, vielleicht wirklich im Allgemeinen gesagt, was hast du festgestellt, wo hapert es bei den Führungskräften, oder was könnten die von Top-Verkäufern noch lernen, wo könnten sie noch was abschauen, damit sie ihre Themen besser platzieren können? Also ich habe ja mit den Führungspersonen oft zu tun. Ja. Das ist in meinem Fall ist es jemand aus dem HR, also HR, der mich bucht, oder sind die Verkaufsleiter, mit denen ich am Anfang mal mich zusammensetze. Und dann ist eine Frage immer, nehmen Sie am Training teil, ja oder nein? Ich bin ein großer Fan davon. Wenn Sie jedoch teilnehmen, dann möchte ich, dass Sie aktiv mitmachen. Ja. Und dann ist immer die Frage, welche Rolle hat die Führungsperson zu seinem Team? Kann er Fehler machen? Traut er sich, Fehler zu machen, oder verliert er das Gesicht? Ja?
Und das finde ich immer unheimlich spannend, wie viele Führungspersonen den Anspruch haben, selbst der beste Spieler auf dem Feld zu sein. Das müssen sie aber nicht. Das ist meine Meinung. Eine gute Führungsperson muss eine hohe Sozialkompetenz haben, muss die Leute an der Hand nehmen können, muss sie motivieren können, muss eine Ansprechperson haben, sollte die Tür rausnehmen von seinem Büro, wenn er sich abgrenzt durch eine Tür in seinem Büro, sondern er sollte eine offene Tür haben. Und da stelle ich fest, da gibt es Führungskräfte, die sind im Training dabei und die ganze Gruppe verhält sich anders und es gibt solche, die sind genau gleich. Ja. Und spannend ist es ja auch immer festzustellen, wenn er nicht dabei ist und wir sind im Training und da geht die Tür auf und da kommt die Führungsperson rein und dann setzen sich alle gerade hin. Das ist ja eine Botschaft, ja. Und die Frage ist, warum ist das so? Ja? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass die Führungspersonen mehr Nähe zu den Verkäufern haben. Ich frage mich auch immer, warum gibt es Jahresendgespräche, wo man sagen muss, das machst du gut und das machst du nicht gut. Da haben die Verkäufer oder die Mitarbeiter oft auch Angst davor. Ich glaube, wenn du eine gute Führungskraft bist, dann passiert das die ganze Zeit unter dem Jahr. Das kann mal beim Kaffee sein, dass es ein Jahresendgespräch in dem Sinne gar nicht braucht. Schön, wenn du es machst, aber es ist dann mehr so ein Abschluss oder eine Abrundung. Und ich glaube, wenn die Leute Angst haben vor dem Führungs- oder vor dem Mitarbeitergespräch am Ende des Jahres, dann muss ich die Führungskraft fragen, warum ist das so? Ja. Okay, und was machen hier Verkäufer anders als normale Führungskräfte? Verkäufer in dem Sinn Führungskräfte im Verkauf, was machen denn die anders als das, was du allgemein jetzt erlebt hast? Der Aspekt, du hast ja erwähnt, dass wir... dass man sich anders verhält, wenn die Führungskraft da ist. Mhm. Ja, das ist ja allgemein gehalten, das habe ich verstanden. Mhm. Wenn ich jetzt aber noch in tiefer reingehen möchte, was kann denn da die Führungsfrau, der Führungsmann, was kann er denn vom Verkäufer lernen? Was macht ein Verkäufer anders? Was sind die Skills? Was machen Verkäufer anders als Führungskräfte? Ja, wo Führungskräfte noch was lernen können. Ja, ich denke, sie sind mehr auf dem Feld draußen. Ja? Also viele Verkäufer, ich sage immer, Verkäufer, sie sind das Zahnrad in der Wirtschaft. Ja? Immer wenn es einer Firma nicht so gut geht, dann spüren das am Anfang die Verkäufer. Ja? Mhm. Das hat man gemerkt 2008, als es mal nicht so gut ging, Wirtschaftskrise. Viele wurden entlassen, Marketing, HR-Leute, Kommunikation etc. Verkäufer jedoch nicht. Die hat man behalten, da haben wir sogar aufgestockt. Ja. Und da haben Verkäufer gemerkt, wie wichtig das sie sind im Unternehmen. Ja. Und ich bin der Meinung, gute Unternehmen haben immer ein offenes Ohr für die Verkäufer, weil das sind die, die am Markt draußen sind, das sind die, die die Probleme, die Herausforderungen 1:1 hören und spüren. Und ich glaube, gute Führungskräfte haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Verkäufer, weil sie wissen, sie spüren den Markt unmittelbar und nicht nur von der Theorie her, sondern sie können zurückkommen und sagen, dieses Produkt müssen wir so und so weiterentwickeln, weil unsere Kunden sagen 1:1 das und das ist das, was viele Führungspersönlichkeiten einfach nicht tun. Sie entscheiden Dinge, die weg von der Basis sind und die nicht dienlich sind von den Verkäufern oder die den Verkäufern nicht dienen, und ich glaube, das ist das, was viele Führungspersönlichkeiten von den Verkäufern lernen können. Ja. Das kommt mir der Sache ein bisschen näher, das ist echt toll, was du jetzt gesagt hast. Also mehr rausgehen. Ja. Ja. Und auf die hören, die draußen sind, die am Puls sind, die Produkte und die Dienstleistung verkaufen. Ne? Absolut, ja, absolut, ja. Also das heißt, für all jene Führungskräfte, die jetzt hier zuhören oder Unternehmer, die hier im Podcast oder auf YouTube diese ganze Geschichte jetzt mitverfolgen, wenn ihr wirklich euer Business im Griff haben wollt, wenn ihr es verbessern wollt, dann sollt ihr wirklich auf eure Außendienstmitarbeiter, auf eure Verkaufsleute hören, die den Puls spüren, die aber auch fragen müssen, woran das scheitert, dass vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht gefragt ist, was gerade draußen auf dem Markt die Frau und der Mann wirklich braucht oder andere Unternehmen brauchen. Ja. Das ist auch super. Vielleicht, wenn ich noch etwas ergänzen darf, sich auch trauen, Fehler zu machen. Ja. Okay.
Ich glaube, vor allem im Bereich Führung sollten die Leute die Ärmel ein bisschen nach hinten krempeln und sagen, komm, jetzt haben wir die Aktion, ich setze mich mit euch ans Telefon und ich kann es vielleicht auch nicht besser, aber ich mache mit, ja. Und ich glaube, das ist das, was viele Verkäufer unheimlich schätzen würden, ja. Ich habe ein kleines Beispiel, ich bin letztens bei einem Kunden gewesen, Modul 4, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen und die Verkäufer freuen sich aufs Training. Ich laufe durch das Büro, ich richte mich ein im Seminarraum nebenan und ich laufe durchs Büro und ich sage den Verkäufern, hey, wir sehen uns gleich, ich richte mich noch ein, wir haben noch eine halbe Stunde. Und sie sagen, ja, bis später, ja, freuen sich unheimlich. Ich bin im Raum, ich richte mich ein, ich schreibe Flipcharts, da kommt die Führungspersönlichkeit rein, also der Verkaufsleiter, der ist nicht dabei an den Trainings und er sagt, ja, bist du schon am Einrichten? Sage, ja, und wie geht's mit dem Team? Frage ich ihn. Er sagt, es ist im Moment eine Katastrophe. Die sind sowas von demotiviert und die wollen sowas von nicht mitmachen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ich spüre gar nichts davon. Ich bin jetzt vor 2 Minuten durch dieses Büro gelaufen und ich spüre Energie. Die Leute sind top motiviert. Und ich weiß auch, was das Problem war. Mhm. Das Problem war nämlich er. Ja? Okay. Oder? Und seine Mitarbeiter spüren, dass er so über sie denkt. Oder? Okay. Und also man muss Menschen mögen, die 4 M. Ja, oder? Und wenn ich jetzt ganz böse wäre als Trainer, oder? Dann würde ich ihm sagen, du, ganz ehrlich, man muss einfach dich auswechseln und dann funktioniert das Ganze. Weil wenn du als Führungsperson so denkst über dein Team, oder? Und auch so herablassend sprichst über dein Team, dann müssen sie nicht mal dabei sein. Sie spüren das mit jeder Faser ihres Körpers. Und ich glaube, da musst du dein Mindset ändern. Ja? Das ist ein interessanter Punkt. Das geht ja da wieder um das Thema Mitarbeitermotivation, das ich ja auch unter anderem in meinem Buch Chefsache präsentielle Führung ja auch thematisiert habe oder auch sonst dafür stehe. Ich sage immer, man muss Mitarbeiter nicht zu stark motivieren. Man soll sie nicht motivieren von außen her, sondern man soll wirklich darauf achten, dass man die richtigen Mitarbeiter bekommt. Also die Mitarbeiter, die das große gesamte Bild sehen, die mit dem Team, mit dem Vorgesetzten, mit dem Unternehmen zusammen an dieser Vision arbeiten, dass sie sagen, ich stehe jeden Morgen gerne auf und komme zur Arbeit und habe Freude daran. Und wenn man dann noch die richtige Führungskraft hat, die natürlich den Support bietet, die ein offenes Ohr hat, aber auch, ich bin da ganz klar der Meinung, fördern und fordern. Und zuerst kommt das Fordern und dann das Fördern in gegenseitiger Abwechslung, dass das schon ein passendes Ensemble ist. Ne? Also wie der Dirigent, das Orchester, ohne Dirigent spielt niemand und das Orchester braucht auch irgendwo jemand, der sie führt durch die ganze Geschichte. Durch, ne? Genau, ja. Jetzt haben wir ja das Thema Verkauf und in diesem Podcast ist ja auch immer wieder das Thema, was wir neben Leadership und Management ja jetzt stark behandelt haben, auch das Thema Sicherheit. Sicherheit ist nicht im Allgemeinen, wie verhalte ich mich jetzt sicher, sondern wir möchten da jetzt mal ein bisschen mehr vielleicht heute reingehen ins Thema Sicherheitsmanagement, Notfall- und Krisenmanagement. Das sind ja Themen, die sind nicht immer beliebt. Das heißt, wenn die Führungskraft, wenn der Vorgesetzte, der Unternehmer wieder dran denkt, ah, jetzt müssen wir wieder irgendwas vorbereiten für ein Audit wegen Arbeitssicherheit oder wir haben Vorlagen für den Brandschutz oder wir haben IT-Security-Themen und so weiter, dann sind das ja Themen, die mit Regulatorien, mit Vorschriften, mit Angst zu tun haben. Und hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp, so einen Lifehack aus der Führungsperspektive für solche Leute, die sich das Thema Sicherheit im Unternehmen verkaufen müssen? Also das heißt, Sicherheitsbeauftragte, Leiter Unternehmenssicherheit oder ein Abteilungsleiter, Safety Security, wie sich auch immer nennen müssen. Gibt es da so gute Punkte, 2, 3 vielleicht, wo du sagen könntest, das würde ich euch empfehlen, für die, die jetzt zuhören, wenn ihr das Thema Sicherheit verkaufen müsst, weil es ist ja nicht immer beliebt. Du hast ja was von den verschiedenen Steps erwähnt, vielleicht kannst du da kurz reingehen, kurz knapp auf den Punkt gebracht für unsere Zuhörer oder Zuschauer. Ja, ich bin der Meinung, es gibt keine langweiligen Dienstleistungen oder Produkte, sondern es gibt nur Menschen, die etwas langweilig verkaufen oder präsentieren. Das ist meine Meinung. Ja. Das sieht man mit ganz vielen Beispielen, die es gibt. Ja. Es gibt ein Geschäft hier, zum Beispiel in St. Gallen, die verkaufen Seifen. Ein vermeintlich langweiliges Produkt, aber sehr, sehr sexy verkauft. Also meine Kids wollen immer da rein und die verkaufen Seife auf ganz hohem Niveau. Ja. Ich glaube auch das Thema Mathe oder Sicherheit,
muss nicht langweilig sein, sondern es fällt und steht mit dem Dozenten, mit dem Verkäufer, mit dem Unternehmer, wie er es verkauft. Ja? Und es gibt 10 Regeln für den Erfolg, 9 davon heißen, sei nicht langweilig. Ja? Mhm. Und die meisten da draußen, sie produzieren Einheitsbrei. Und Einheitsbrei kann jeder. Also wenn du 0815 machst, was jeder tut, dann fällst du nicht, dann stichst du nicht aus der Masse heraus. Und da muss man vielleicht auch sich mal trauen, mutiger sein, neue Wege zu gehen, trotzdem authentisch zu sein und zu sagen, komm, wir verpacken das Ganze auf unsere Art ein bisschen anders. Und schauen mal, was dabei rauskommt, oder? Und da grätsche ich jetzt rein. Ja. Und zwar geht es darum, das sagst du jetzt sehr gut, weil ich komme jetzt wieder ganz kurz auf die paar Punkte der präsentiellen Führung zurück. Mhm, also Präsenz und Essenz, also nicht den Daniel Enz, sondern die Essenz mit ins Spiel zu bringen. Da sage ich ja immer, man muss Themen, vor allem auch das Sicherheitsthema, emotional binden. Ne? Das heißt, ob jetzt eine Story mit Bildern, mit Piktogrammen, mit Farben und so weiter verknüpfen, merkwürdig sein. Genau, es muss würdig sein, sich das zu merken. Ja. Da sind wir uns komplett einig. Das finde ich toll, dass du das jetzt auch aus der Verkaufssicht so erzählst. Mhm. Aber was mache ich denn, wenn das gar nicht gefragt ist? Also wie komme ich denn überhaupt ans Management ran, wenn die Einheitsbrei haben wollen, wenn die sagen, ich will mich gar nicht um Sicherheit kümmern, das kostet nur, das ist unnötig, ich will mich jetzt auf meine schönen Designs oder auf meine schönen Produkte oder Dienstleistungen konzentrieren und nicht auf das unsexy Thema Sicherheit. Ja. Wie bringe ich das noch mehr rüber, wenn die Vergangenheit Standard war und wenn die Vergangenheit so ziemlich mühsam war? Ja, indem du ihnen aufzeigst, was geschehen könnte oder was passiert, wenn sie es eben nicht tun. Ja? Mhm. Es geht ja immer um Risikomanagement. Ja? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintreten könnte? Ja? Mhm. Im Prinzip verkaufst du ja, oder du argumentierst mit Angst und du verkaufst die Hoffnung, dass es, falls es passiert, oder dass die Leute die größtmögliche Sicherheit haben, dass sie abgesichert sind. Ja, also die ganze Versicherungsbranche argumentiert mit Angst. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden das und das, wer würde das finanzieren? Oder? Und der zweite Punkt ist dann auch, jetzt habe ich die Frage vergessen. Kannst du nochmal wiederholen? Also, wie bringt man das Thema rüber, wenn das Management nicht bereit ist, wenn das gar nicht hört? Visualisieren, richtig, ja. Visualisieren. Also, wenn du schaffst, einen komplexen Sachverhalt, Storytelling ist eine Möglichkeit, das ist verbal visualisieren, oder auch physisch, grafisch etwas zu visualisieren, was würde dabei rauskommen, wenn wir es eben nicht tun? Und da kann man vielleicht neue Methoden gehen. Auch da ist wieder das Thema Kreativität. Und Mut sind da gefragt. Ich glaube, wenn du, keine Ahnung, bei der Geschäftsleitung nicht mit PowerPoint präsentierst, sondern mit einem Modell grafisch aufzeigen kannst, vielleicht noch ein, zwei Leute einlädst mit Sturmmaske und Baseballschläger, die ein Glas zertrümmern auf dem Sitzungstisch und eine Geschichte um dieses Glas herumbauen kannst und zum Beispiel sagen kannst, stellen Sie sich vor, das ist unser Gebäude, ja, und die Scherben, die da jetzt sind, das sind unsere Mitarbeiter. Und die Chance, dass jemand reinkommt, die ist ziemlich klein, aber wenn es geschieht, ja, und dann hast du eine Geschichte um dieses Glas, um diesen Baseballschläger, um diesen Schauspieler, der da war, wie wenn du einfach ein Blatt hinlegst und sagst, das sind die Konsequenzen und das sind die Bullet Points. Und das ist einfach langweilig. Ja. Ein interessanter Aspekt. Ja. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere das vielleicht so umsetzt oder nicht, der das jetzt gerade hier im Podcast hört. Das ist doch toll. Du hast jetzt hier erwähnt Risikomanagement, auch vorher schon mal, gehen wir da noch kurz rein. Was ist denn jetzt für dich als Selbstständiger, als Unternehmer, was ist für dich, wovor hast du am meisten Angst in der heutigen Zeit? Also was bedenkt dich am ehesten? Wir wollen jetzt nicht in die Vergangenheit gehen, sondern wir wollen jetzt wirklich in die Zukunft schauen und sagen, okay, was bedrückt dich am meisten, wenn du als Selbstständiger, als Unternehmer da bist? Wovor hast du Angst? Das ist ganz klar das Thema Zeit. Ich habe Angst, dass die Zeit knapp wird. Sie nicht ist reicht, nämlich nicht reicht, weil
als ich, vor allem als Trainer, als Speaker oder wir tauschen ja unsere Zeit gegen Honorare ein. Und dieses Zeitlimit bei mir ist mittlerweile ausgeschöpft. Ich kann mich nicht klonen oder ich arbeite auch nicht dran, mich zu duplizieren. Und ich merke, ich habe mir ein tolles Motorrad gekauft im Sommer und ich komme nicht dazu, dieses Motorrad zu fahren. Und das tut mir unheimlich weh in meinem Herzen. Und das ist etwas, was mir schon ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Sorgen bereitet, aber was mich zum Nachdenken bringt, weil ich immer mehr merke, wie wichtig mir Zeit ist, wie wichtig mir Freunde sind und ich oder wie wenig wichtig mir gewisse Dinge sind, materialistische Dinge, wo ich früher unheimlich viel Wert darauf gelegt habe, wo ich heute sage, nee, brauche ich nicht mehr. Ich habe ein tolles Buch gelesen, Minimalismus. Finde ich ein ganz toller Ansatz, weniger zu besitzen und dabei glücklicher zu sein. Und das ist etwas schon, was mich beschäftigt, das Thema Zeit. Der zweite Faktor ist das Thema Online, Online-Kriminalität. Wir, zum Beispiel unsere Webseite wurde vor 4 Wochen gehackt. Und das bereitet mir oder uns schon ein bisschen Sorgen, wenn du siehst, wie einfach kann jemand einem anderen mutwillig oder böswillig Schaden zufügen. Ja? Mein Bruder hat diese Woche erzählt, irgendjemand hat mit seinen Bildern ein Facebook-Konto eröffnet, hat Bilder reingestellt, wo er nicht weiß, wie er zu diesen Bildern kommt. Und das macht mich schon ein bisschen nachdenklich, dass man das heute kann. Ja? Also das Thema, was ist real im Internet und was ist nicht real? Wie kannst du jemandem Schaden zuführen, ja, oder sogar zerstören, ja, online. Wie kannst du Menschen auch mobben? Das macht mich schon ein bisschen, das macht mich ein bisschen nachdenklich. Okay, das heißt, das sind ja auf der einen Seite auch Chancen, die Sichtbarkeit, die das Internet bietet, natürlich die Visibilität auf dem Markt, international, über die Landesgrenzen hinaus, ohne dass man sich fortbewegen muss, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Risiko, dass natürlich diese Daten oder diese Informationen missbraucht werden. Absolut, ja. Also das ist doch ein guter Abschluss jetzt hier zum Thema Sicherheit, dass eigentlich immer, wenn Sicherheit im Spiel ist, dass es eine Chance ist, dass es aber auch Risiken hat und dass man diese Risiken vielleicht minimieren kann, wie du es schon schön gesagt hast, indem dass man sich fokussiert, vielleicht auch minimalisiert, aber das Ganze mit einer Story verbindet. Mhm. Jetzt gehe ich schon gleich rüber in die Zusammenfassung, mit einer Story verbindet, die sich verkaufen lässt. Das heißt, man muss da wirklich die richtige Einstellung zu den Menschen haben, weil immer Verkauf findet zwischen Menschen statt und nicht nur zwischen Maschinen oder Organisationen. Mhm. Und wenn man da, denn man muss Menschen mögen, mit ins Spiel bringt, das eine oder andere beachten kann, dann kommt man auch emotional rüber und hat da den richtigen Trigger, dass man die Leute dann begeistern kann für die Dienstleistung, fürs Produkt, dass es nicht, wie sagt man so schön, langweilig präsentiert wird, sondern Sinn macht. Ne? Genau. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Die Zeit läuft uns im wahrsten Sinne davon. Das ist eine dieser Risiken, die du erwähnt hast oder Ängste, die du hast. Zu mir hat mal eine Brasilianerin gesagt, ihr Schweizer, ihr habt die Uhren, aber was ihr nicht habt, ist die Zeit. Ja. Genau. Dann wollen wir doch das nutzen und sagen, wo geht es denn mit der Zeit mit dem Daniel Enz hin in den nächsten 5 Jahren? Was ist so dein, kurz gesagt, dein großes Big Picture? Ja, wie gesagt, Thema Zeit. Zeit optimieren, Effizienz optimieren. Ich habe geplant, die Online Academy auszubauen. Die nutzen wir jetzt bereits schon für bestehende Kunden. Also wir schauen vor den Präsenztrainings, dass die Leute mich bereits schon mal gesehen haben online. Und nachher gibt es wieder Tutorials nach den Trainings, damit die Leute, wie soll ich sagen, den Lorbeereffekt nicht leben, sondern ja, damit sie präsenter sind und immer wieder erinnert werden, was wir in den Trainings gemacht haben. Und ich möchte das für die Öffentlichkeit anbieten. Mhm. Also nicht nur für Kunden, sondern für die Öffentlichkeit, dass jeder, der sich interessiert für das Thema Verkauf, sich im Prinzip da einkaufen kann. Das ist etwas, was unheimlich viel Zeit benötigt, weil Content zu produzieren, Tutorials zu schreiben, Videos zu machen, die aufeinander abgestimmt sind. Das ist etwas, was ich sicher im Kopf habe. Und das Thema Buchschreiben, sämtliche
Berufskollegen, unter anderem auch du, kommen zu mir und sagen, wann schreibst du endlich dein Buch? Ich habe auch Verlage, die kommen auf mich zu und sagen, Daniel, wir würden gerne ein Buch mit dir machen. Es tut mir manchmal im Herzen weh, zu sagen, habe ich noch nicht, will ich noch nicht oder ich bin noch nicht im Flow, aber ich bin der Meinung, vieles ist Timing im Leben und die Zeit wird kommen, wo ich mich hinsetze und mal beginne zu schreiben. Super. Das ist ja toll, dann hoffen wir noch, dass wir viel von dir noch hören oder auch zu lesen haben in diesem Sinne. Und wenn wir jetzt das Ganze noch auf den Punkt bringen, du hast viel gesagt am Anfang schon, was für eine Persönlichkeit dass du bist. Also du bist unterwegs, du bist als Trainer, als Verkaufstrainer unterwegs, du gibst Seminare, aber du hast natürlich auch das Speaking, die Vortragsreden, die du da platzierst. Und wenn wir jetzt hier das Ganze beenden möchten mit einem Schlusssatz, und zwar beginne ich mit dem Satz und du darfst ihn zu Ende führen, das machen wir mit all den Interviewpartnern und da möchte ich dich einfach bitten, ohne Komma, Strich und Punkt, sondern einfach wirklich auf den Punkt genau zu platzieren. Wir kommentieren das dann auch nicht, sondern schließen dann ab. Die ganzen Shownotes unten werden dann befüllt mit deinen Themen, wo man dich erreichen kann. Mhm. Ich nehme an, das ist www.danielenz.ch. Und da wird man dich dann auch finden auf der Webseite oder woanders, wo du verlinkt bist, vielleicht auf LinkedIn, Xing oder was man da noch haben. Überall. Das kommt alles unten rein. Super. Also der Satz, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, den du unseren Hörern auf den Weg geben kannst, ist, das Leben ist zu kurz, um nicht zu leben. So soll es sein. Besten Dank, Daniel, für deine Zeit. Es hat mich riesig gefreut. Du hast das ein oder andere uns weitergeben können in diesem Podcast. Ich bin gespannt, wie das Feedback der Zuhörer ist und der Zuschauer hier. Es ist sicher eine tolle Gelegenheit. Man kann viel rausnehmen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch eine positive Bewertung, Kommentare, Feedback. Empfehlt den Podcast weiter, damit auch andere was davon haben. In diesem Sinne, toi, toi, toi. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir, ja. Danke. Tschüss. Tschüss.